Und jetzt geht es um Hard Facts. Wir schauen uns an ein paar Begriffe, die wirklich ganz wichtig sind zu verstehen, damit wir in unserem Diskurs wissen, wovon wir reden. Ich habe mehrmals erfahren in letzter Zeit, ich habe gemeint, dass wir vom Gleichen reden, und dann entdecke ich am konkreten Beispiel, dass wir von zwei verschiedenen Dingen geredet haben. Zum Beispiel eine mehrgliedrige Schularbeit. Was inhaltlich ich mir vorstelle unter einer mehrgliedrigen Schularbeit, ist ausschlaggebend. Und es ist für mich mehr als nur als eine Aufgabe. Es hat mit mehr zu tun. Und aus diesem Grund möchte ich wirklich ganz klar bei den Begriffen ein bisschen bleiben. Und wir kommen jetzt zum ersten Wort. Leistungsfeststellung. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, es war mir auch nicht so klar, muss ich ganz ehrlich sagen, aber inzwischen ist es klarer geworden. Es gibt einen Unterschied rechtlich gesehen zwischen Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung. Die Leistungsfeststellung ist eben ein Vorgang des Messens. Das heißt, ich verwende einen Maßstab und ich habe dann ein Ergebnis, eine Aussage über die Qualität. Es ist ein Vorgang des Messens. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Beurteilungsraster arbeite, wie zum Beispiel die 4.0-Skala, das ist ein Vorgang des Messens. Das ist eine Leistungsfeststellung. Leistungsfeststellungen passieren während des Unterrichts und Unterricht wird unterbrochen für Leistungsfeststellungen. Es passiert dauernd. Es passiert auch dauernd im Kopf des Kindes. Siehe, ich lerne aus den Fehlern. So. Leistungsbeurteilung ist ein anderer Vorgang. Und zwar, die Leistungsbeurteilung ist ein Vorgang des Bewertens. Des Bewertens der gemessenen Leistung. Das heißt, es muss immer eine Leistungsfeststellung geben. Und manchmal als Lehrerin werde ich dieses Ergebnis von der Leistungsfeststellung, weil ich habe gemessen und festgestellt, das sei mal, mit der erbrachten Leistung. Und dann manchmal brauche ich eben eine Note. Ich bewerte nach den Beurteilungsstufen. Das ist aber bitte ein anderer Vorgang. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es frustriert mich sehr, mit die Frage, wie übersetze ich diese Beurteilungsraster, die Stufen, in eine Note. Weil eigentlich das sehr, sehr heikel ist. Warum das heikel ist, werden wir dann später sehen, glaube ich. Also, ein Vorgang des Messens ist die Leistungsfeststellung und ist Voraussetzung für einen Vorgang der Leistungsbeurteilung. Und das ist ein Bewerten nach den Beurteilungsstufen in der LBVO. Das andere Problem aber ist, dass in der LBVO das gleiche Wort Leistungsbeurteilung auch als Überbegriff verwendet wird. Für das gesamte Zeug, für alle Werkzeuge und Prozesse. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein und irgendwie so schon ein Gespür dafür entwickeln. Meine ich Leistungsbeurteilung in diesem Moment allgemein als Oberbegriff oder meine ich Leistungsbeurteilung als ein Vorgang des Bewertens nach den Beurteilungsstufen? Soweit, so gut? Darf ich weiter? Nein. Ein weiteres Wort mit großer Bedeutung ist Informationsfeststellung. Das ist auch für unsere Runde, glaube ich, nicht unbedingt neu, aber ich möchte es hier in diesem Kontext nochmals schärfen. Das heißt, wir haben drei Formen der Leistungsfeststellung, des Messens. Okay? Eine Form ist die Informationsfeststellung. Informationsfeststellungen dienen dazu, dass wir Informationen uns einholen, um eben ein ergänzender Notunterricht zu machen, vielleicht, weil es notwendig ist, oder einfach die Wege ein bisschen zu modifizieren. Sprich, Informationsfeststellung ist der rechtliche Begriff in der LBVO für die formative Leistungsbeurteilung. Formativ. Informationsfeststellungen werden nie benotet, wozu? Und sie werden auch nicht aufgezeichnet zwecks Ermittlung der Gesamtnote am Ende.
Sie dienen uns nur als Informationen. Sie sind Momentaufnahmen, damit wir bessere Entscheidungen treffen können als Lehrer und Lehrerinnen. Oder eben, und das passiert auch, wir Bestätigung bekommen, dass das, was wir aufgestellt haben, wirkt. Und das ist auch ein schöner Moment, oder? Wir sind auf dem besten Weg. Dann gibt es die punktuelle Leistungsfeststellungen. Punktuelle Leistungsfeststellungen. Das heißt, zu einem Zeitpunkt stelle ich entlang eines Maßstabs, sprich mit einem Beurteilungsraster wie die 4.0-Skala, die Leistung fest. Punktuelle Leistungsfeststellungen unterbrechen Lern- und Lehrprozesse. Im Vergleich zu unterrichtsbegleitenden Leistungsfeststellungen, die Lehr- und Lernprozesse nicht unterbrechen, aber erfassen Informationen hinsichtlich Qualität der Leistung. Unterrichtsbegleitende Leistungsfeststellungen sind die Mitarbeitsfeststellungen. Und jetzt muss man das über die Zunge zergehen lassen. Eder, Neuweg und Thonhauser stellen fest, dass die Mitarbeitsfeststellungen in der realen Praxis problematisch sind, weil sie nicht ein Vorgang des Messens sind bei einer erbrachten Leistung, sondern sie zeichnen auf oder dokumentieren ganz andere Dinge. Zum Beispiel, wie oft das Kind Hand hebt. Das heißt, in der Praxis habe ich Informationen, wie oft ich meine, ein Kind online ist. Das war eine Metapher von einem Kollegen am Dienstag in Ost und ich finde diese Metapher sehr hilfreich. Weil Handheben zeigt nur, dass man online ist, ähnlich wie beim Skypen. Ich könnte eine Message senden oder anrufen, aber vielleicht mache ich das nicht. Das heißt, sie sind nur da. Es gibt auch ein paar Studien, die aufgezeigt haben, dass bis zur Oberstufe die Schüler und Schülerinnen ganz kluge Strategien entwickelt haben, dass sie einfach handheben, auch wenn sie keine Ahnung haben. Und in der genau, weil dann komme ich eh nicht dran, wenn ich Glück habe, aber habe positive Mitarbeitsfeststellung. Ja? Das heißt, wir konditionieren die Schüler und Schülerinnen zu täuschen, weil wir eben so viel Wert legen durch die Mitarbeitsfeststellungspraxis, die eben auseinandergeht von der Rechtslage. Und sie werden belohnt für Dinge, die nichts mit der Sache zu tun. Und was ich meine mit Sache ist die fachspezifischen Kompetenzen und Wissen und Können und so weiter. Aber auch eine Bankfrage, wie es offensichtlich von manchen genannt wird, dass ich einfach, weil es absolut legitim ist, ich stelle eine Frage, um zu sehen, wie ist es angekommen, ja? Oder ob es überhaupt angekommen ist. Ja? Das ist auch legitim. Auch diese Bankfragen sind viel mehr Informationsfeststellungen für die Praxis als Leistungsfeststellungen. Warum? Weil eine klassische Bankfrage ist meist Ja oder Nein oder ein Reproduzieren von dem, was gesagt oder gehört oder gelesen worden ist. Und somit, solche Fragen können maximal einen Beweis für befriedigend überhaupt liefern. Weil Eigenständigkeit dort ist sehr gering, wenn überhaupt. Ist das nachvollziehbar? So, und aus diesem Grund haben wir hier ein Problem. Aber dann geht es weiter, oder? In der Praxis der Mitarbeitsfeststellung. Und jetzt habe ich eine Denkpause, glaube ich, eingebaut. Wie und wann in meiner Praxis, und ich würde euch bitten, bei euch zu bleiben, nicht zu sehr in Diskussion zu gehen, weil das kann auch irgendwie ablenken. Bei mir, Beinhardt, wie und wann mache ich Informationsfeststellungen in meiner tatsächlichen Praxis?
punktuelle Leistungsfeststellungen, vielleicht für jeden Punkt, jede Form, ein einziges Beispiel von meiner Praxis für mich, um das festzuhalten. Informationsfeststellung ist gleich wie für mich. Und dann, wie und wann mache ich unterrichtsbegleitende Feststellungen? Sprich, was fließt in meine sogenannte Mitarbeitsnote ein? Wir nehmen uns dafür 4 Minuten. Los geht's. Und 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die letzte Frage bei der Denkpause bewusst ausgeblendet. Und diese Frage wäre gewesen, welche werden benotet? Ja? Weil die Feststellungen sind immer ein Vorgang des Messens, aber nicht ein Vorgang des Bewertens. Das wäre die Benotung. Ja? Und es lohnt sich, darüber Gedanken zu machen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Und es ist, hier kommen wieder Worte, die in diesem Kontext ganz eine spezifische Bedeutung haben. Und wir schlagen eigentlich ein neues Wort oder eine neue Bedeutung für ein Alltagswort vor, damit wir wirklich die Dinge auseinanderhalten können. Und zwar ein Ergebnis im Vergleich zu einer Ziffernote, abgekürzt sehr oft als Note. Ich möchte es aber nicht mehr abkürzen, weil es ist immer noch in sehr vielen Köpfen im gesamten System, dass die Note eine Zahl ist. Sie ist keine Zahl, sie ist ein Ziffer. Sie hat Symbolcharakter und steht für die Verbalisierungen zu den Beurteilungsstufen. Es ist ein Symbol. Das heißt, es ist absolut absurd zu sagen, deine Gesamtnote ist 2, sehr gut, weil ich habe es berechnet und das Ergebnis war 2,231. Warum ist das absurd? Ich kann sehr gut nicht sehr, sehr gut, 2,31 sagen, oder? Und ich kann auch nicht A, 2,31 sagen oder B oder wie auch immer. Und das ist leider, es ist wirklich ein Nachteil, dass wir die Noten haben in Form von Ziffern. Wir hätten ganz andere Symbolen haben können. Und ich komme natürlich auch aus einem System, wo wir andere Symbole haben für die Noten. Wir haben A, B, C, D, F. Und ich habe immer mich gefragt, warum gibt es kein E in unserem System? Dafür habe ich überhaupt keine Erklärung, immer noch nicht. Aber wir haben A, B, C, D, F. Und das hilft ein bisschen, weil man sieht sofort, wie absurd es ist, irgendwie eine Note mathematisch zu berechnen. Geht nicht. Ja? Aber die Ziffernoten sind ein bisschen problematisch, weil sie eben wie Zahlen ausschauen. Genau. So, was meine ich mit Ergebnis? Der Unterschied zur Ziffernote ist, das Ergebnis ist der Messwert einer Leistung. Sprich, ich möchte Ergebnis in dieser Runde verwenden als das, was ich kriege am Ende, wenn ich messe. Sprich, zum Beispiel, wenn ich mit einer 4.0-Skala als ein Beurteilungsraster arbeite, das Ergebnis ist vielleicht 2,5. Das wäre das Ergebnis. Das ist keine Note. Es ist ein Ergebnis. Und in Englisch haben wir das Wort Score und ich bringe das ganz bewusst herein, weil das diese Schärfung hilft. Aber die Schärfung haben wir nicht so gut, mindestens haben wir nicht etwas gefunden, das gut passt für reale Praxis bis jetzt. Die Ziffernote ist aber ganz was anderes. Es ist kein Messwert. Die Ziffernote ist eine qualitative Aussage über die Leistung. Auf Englisch in Nordamerika nennt man das Grade. Oder eben in Großbritannien Mark. Ja? Das heißt, es hilft in der englischen Sprache, diese Unterscheidung zu haben, weil wir diese Wörter haben. Es gibt ganz viele Scores und unter Umständen ganz wenige Grades in meinen Aufzeichnungen. Und dann am Ende habe ich einen anderen Prozess, der wirklich ganz anders verläuft. Und das ist die Ermittlung der Note, sprich the final grade. Die Ermittlung der Gesamtnote. Und diese zwei Wörter werde ich so nach diesen Definitionen in folgenden verwenden. Ergebnis, mit Ergebnis meine ich das, was herauskommt nach einem Messen, zum Beispiel 2,5 aus der 4.0-Skala, zeichne ich auf. Und dann eine Ziffernote wäre eben eine qualitative Aussage
über etwas. Und diese qualitative Aussage in Form von einer Note kann ich auch über eine einzelne Leistung auch ermitteln. Und diejenigen, die fragen, und wie übersetze ich das Ergebnis in der Skala in eine Note, wollen genau das wissen. Wie übersetze ich das? Wie ermittle ich dann die Note? Die Frage ist, wie oft ist es notwendig, einzelne Leistungsfeststellungen zu übersetzen in eine Note? Wie oft ist das wirklich nötig? Das ist ganz eine wichtige Frage. In meinen Aufzeichnungen hätte ich wirklich eine überwiegende Mehrheit an Ergebnissen und relativ wenige Noten zu diesen Leistungsfeststellungen. Ein Beispiel, wo ich unbedingt eine Note ermitteln muss, ist eine Schularbeit. Die Handhabung in den Aufzeichnungen habe ich mitgebracht. Das wird eher im letzten Teil heute sein, am Vormittag. Das heißt, wir schauen uns das genauer an. Das ist ein bisschen eine Vorschau gewesen. So. Jetzt, wenn wir reden von der Leistungsbeurteilungspraxis, ist es ein bisschen irreführend. Warum? Es gibt keine einzige Praxis, sondern die Leistungsbeurteilungspraxis als Oberbegriff umfasst eigentlich drei klar unterschiedliche Praxen. Einerseits die formative Beurteilung, in der rechtlichen Sprache die Informationsfeststellung. Das hat ganz andere Werkzeuge und Prozesse, weil es auch andere Zwecke hat. Nicht immer ganz andere Werkzeuge, aber viele, oft. Und dann gibt es die summative Beurteilung. Die summative Beurteilung hat einen Verbindlichkeitscharakter. Insofern, dass ich es aufzeichne und ich habe vor, diese Aufzeichnungen bei der Ermittlung der Note anzuschauen am Ende des Semesters. Und die summative Beurteilung als Praxis besteht, es gibt immer eine Leistungsfeststellung, auf jeden Fall, und manchmal eben auch eine Leistungsbeurteilung im engeren Sinn. Manchmal ermittle ich auch gleich eine Note. Siehe Schularbeit, aber nicht nur Schularbeit. Es kann sein, dass es eine mündliche Prüfung gibt oder eine schriftliche Prüfung gibt und so weiter. Der Gesetzgeber und ich glaube die Schulaufsicht auch konsequent sagt, möglichst wenige Leistungsbeurteilungen im Rahmen von punktueller Leistungsfeststellung und Beurteilung. Und das stimmt grundsätzlich gerade bei diesem Bereich hier, wo es um punktuelle Leistungsfeststellungen und Beurteilungen geht, im Geiste und im Sinne der Gesetzgebung, der Rechtslage, lautet die Kernidee oder das Prinzip besser gesagt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Weil die unterrichtsbegleitende Feststellungen, sprich Mitarbeitsfeststellungen, eigentlich mehr Gewicht bekommen sollen. Und warum ist das? Eigentlich, wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht warum, aber ich kann mir vorstellen, dass die Überlegung war eigentlich eine lernfreundliche Überlegung dazu. Und zwar, ich kann sie wahrscheinlich öfters in ihrer Körnerschaft erwischen, wenn dieser Moment nicht als Prüfungssituation deklariert ist. Ja? Weil eine Prüfungssituation macht man immer nervös irgendwie. Ja? Und ich finde es eigentlich absolut, wenn das die Überlegung war, was ich vermute, finde ich es absolut stimmig mit der lernseitigen Orientierung auch. So. Und dann gibt es die große Praxis. Eigentlich von Aufwand her keine große letztendlich, werden wir anschauen. Aber groß im Sinne von, es hat viel Gewicht. Und das ist der Moment, wo ich die Gesamtnote am Ende des Semesters ermittle. Warum hat es so viel Gewicht? Weil es den offiziellen Charakter hat. Das kommt ins Zeugnis oder in die Schulnachricht. Und somit hat es wirklich Gewicht. Das heißt, ich übersetze, ich habe eine Gesamtschau von allen Ergebnissen in diesem Semester
Und ich muss diese Ergebnisse übersetzen in eine Gesamtnote. All diese drei Praxen haben eigene Prozesse und Werkzeuge. Wo klaffen sich die Rechtslage und die Praxis gewaltig auseinander? Die Ermittlung der Gesamtnote in der realen Praxis ist oft der Prozess einer Mittelwertbildung. Und diese Praxis ist höchst problematisch. Es ist nicht nur rechtswidrig, sondern es blendet Dinge aus und versteckt Dinge, die wesentlich sind. So, eine Gesamtnote wird immer irgendwas verstecken, weil irgendwo muss ich eben, ich habe 5 wesentliche Kompetenzen in meinem Fach Englisch und ich kann nur eine Gesamtnote bilden. Das heißt, irgendwo verliere ich die konkreten Informationen zu den Sprechkompetenzen im Vergleich zu den Schreibkompetenzen. Das verliere ich so oder so in der Gesamtnote. Aber wenn ich noch dazu den Prozess der Mittelwertbildung anlege, kann ich nicht den Anspruch erfüllen, dass meine Gesamtnote zu diesem Zeitpunkt Informationen vermittelt. Das heißt, wenn Johnny am Anfang einen relativ niedrigen Messwert gehabt hat bei einer Leistungsfeststellung, aber in diesem Kompetenzbereich und in ähnlichen Themen gezeigt hat bei der letzten Schularbeit, dass er von einem Ergebnis von 1,5 auf ein Ergebnis von 3,0 gekommen ist, was hat mehr Gewicht, bitte? 3,0. Warum? Weil es eben aktuell ist. Wenn ich eine Kompetenz erlange oder weiterentwickle, kann ich nie zurückgehen und inkompetent sein. Es kann sein, dass ich bei neuartigen Aufgaben zuerst ein bisschen stocke, weil ich muss erst mit der Situation zurechtkommen. Siehe Tanja in ihrer neuen Küche beim Reisfleisch kochen. Jetzt kann ich aber wieder wunderbares Reisfleisch kochen, weil ich eben diese Situation jetzt kenne wieder und meine Körnerschaft hat sich weiterentwickelt mit den neuen Geräten. Ja? Aber letztendlich, man kann Kompetenz nicht wegnehmen von jemandem. Das heißt, wenn ich einen Mittelwert bilde, ist es die gleiche Logik wie: Tut mir leid, das war dein zweiter Versuch bei der Autoführerscheinprüfung. Und obwohl du heute wie ein Profi-Rennfahrer gefahren bist im Rahmen des Gesetzes, muss ich leider nur einen Führerschein mit Einschränkung auf Dienstag und Donnerstag ausgeben, weil es eben das zweite Mal war. Das ist absurd. Und es ist genauso absurd, bei der Ermittlung der Gesamtnote zu sagen: Johnny, ich weiß, du hast mehrmals bewiesen, gerade in den letzten 4 bis 6 Wochen, dass dein Hörverständnis unglaublich gut geworden ist. Es ist unglaublich, ich bin begeistert. Schau dir deine Ergebnisse an. Aber Pech gehabt am Anfang des Schuljahres oder Anfang des Semesters, war es nicht so gut. Und ich muss leider einen Mittelwert bilden. Es ist nicht im Sinne des Gesetzes und es ist auch nicht logisch, das zu machen. Und jetzt eine Hand. Das wollte ich gerade fragen. Darf ich, also ich finde es ja gut, aber darf ich das nach dem Gesetz machen? Ja. Wenn Sie können, ja. Antwort: ja. Klares ja. Es ist nicht nur ein darf ich das machen, sondern ich soll das so machen. Und wir schauen ein konkretes Beispiel an. Ich habe Aufzeichnungen von Johnny mit. Also ganz radikal, wenn jemand in der Mathematik, ich sage jetzt nur Ziffern nutzen, wird ganz schlecht, wenn man mit 4 beginnt und am Schluss auf 2, dann kriegt er, obwohl die Durchschnittsnote, ich sage nur 3 wäre, die wäre man 2. Wenn ich das fachspezifisch anschaue, diese Frage ging, es geht um Mathematik. Das geht, glaube ich, allgemein. Nein. Achtung, nein. Wenn am Anfang es ein Lernbereich war, ich nehme Brüche, ja? Und bei Brüchenrechnung sehe ich bei Johnny, dass er angefangen hat mit so, sage ich, 1,0, 1,5 als Ergebnisse bei mir. Und am Ende von Brüchenrechnung hat er gerade 2,0 und 2,5 erreicht vielleicht, ja? Und dann aber das nächste Thema ist ganz was anderes, was weiß ich, Gleichungen, ja, okay. Dann kann ich das nicht behaupten. Ich muss schon immer das Ende
Ja? Was war der Trend in der Entwicklung zu diesem Bereich? Okay. So. Das Gleiche gilt für alle anderen Fächer. Deutsch, Englisch, Sie müssen anschauen, wie schaut es mit Lesekompetenz aus, wie schaut es mit Schreibkompetenz aus, aber auch mit Hörkompetenz und Sprechkompetenz in unterschiedlichen Situationen. Und da kann ich nicht sagen, Lesen hat schwach angefangen, sage ich mal so, ganz plakativ, und es hat sich ein bisschen verbessert, und dann haben wir einen Schwerpunkt Sprechen gehabt, und da bist du wunderbar unterwegs gehabt, also das gleicht sich aus. Das geht nicht. Letztendlich aber, diese einzelnen Ergebnisse werden immer ein bisschen verzerrt sein, weil eine Gesamtnote muss eine allgemeine Aussage machen. Und da habe ich mitgebracht Werkzeuge und einen neuen Prozess dafür, der eher im Rahmen der Rechtslage gilt. Und wir werden damit am Ende des Vormittags heute noch experimentieren. Also ich hoffe, dass ihr eure Fragen und Neugier auch offen hält, und dann schauen wir uns das wirklich konkret an. So. Die nächste Denkpause wäre, welche Werkzeuge? Diese Denkpause lasse ich in den Unterlagen für euch, aber wir werden die Denkpause hier ein bisschen überspringen, nicht nur ein bisschen, sondern wir werden es machen, weil ich habe Konkretes dafür in dem zweiten Teil heute.